Ja, Bruder, wie geht's euch? Ich hab gut. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Sascha Huber. Doch wer ist Sascha Huber eigentlich wirklich? Er kam aus dem Nichts und ist nun der erfolgreichste Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Ist Sascha wirklich so ein Ehrenmann, wie ihn alle liebevoll nennen? Oder steckt etwa doch ein dunkles Geheimnis hinter dem Erfolg des Fitness-YouTubers? Alles begann am 19.08.1992 im Salzburger Land, Radstadt, als Sascha Huber das Licht der Welt erblickte. Allerdings hatte Sascha nicht gerade die schönste Zeit als Jugendlicher. So wurde er schon sehr früh von Mitschülern aufgrund seines starken Untergewichts wirklich schlimm gemobbt. Aber an dieser Stelle soll Sascha doch am besten selbst erzählen. Ich war noch jung, also ich wusste mich nicht selbst verbal zu verteidigen und ich begann einfach langsam und stetig das zu glauben, was mir ständig an den Kopf geworfen wurde, nämlich einfach, dass ich weniger wert bzw. nichts wert bin. Erst im Alter von 14 Jahren entdeckte er Fitness für sich. Dadurch konnte er sein Leben um 180 Grad wenden und wurde vom Schüler, der im Gymnasium durchfiel, zum Maturanten mit gutem Erfolg. Anschließend verpflichtete er sich ein Jahr beim Bundesheer, bei dem er nach wie vor als Milizsoldat tätig ist. Außerdem fing er als Jurastudent an, doch plötzlich ging alles richtig schnell für ihn. Angefangen hat Sascha deshalb, weil er, so wie er selbst sagt, aufgrund seiner schlechten Kindheitserfahrungen einen sehr ausgeprägten Beschützerinstinkt hat und deshalb Menschen unbedingt weiterhelfen möchte. Sein erstes Video ging dann am 14. Oktober 2016 unter dem Titel Epic Transformation von dünn zu massiv online. Dann folgten einige Homeworkouts oder Tipps und Tricks Videos, die ihm bis zu seinem ersten Fernsehauftritt bei Ninja Warrior im Jahr 2017 zu sage und schreibe 30.000 YouTube-Abonnenten verhalfen. Aber so richtig rund ging es dann im Jahr 2019, als Sascha einen YouTube-Hit nach dem anderen rausballerte. Wenn wir gerade schon von YouTube-Hit sprechen, falls du Bock auf mehr solcher Sportdokumentation hast, drück gerne auf Abonnieren. So richtig wählen schlug Sascha das erste Mal mit seiner 1000 Liegestütz-Challenge. So schaffte er innerhalb von knapp einer Stunde 1000 Liegestütze und immer mehr YouTuber machten bei der Challenge mit. Weil heute stelle ich mich der 1000 Liegestütz-Challenge. Ich stelle mich heute der 1000 Liegestütz-Challenge. Hat 1000 Liegestütze probiert. 1000 Liegestütze. Das Ganze artete so sehr aus, dass Sascha Huber sogar den Weltrekord für die meisten Liegestütze in einer Stunde versuchte zu schlagen. Da musste er sich dann mit Tränen 2309 Liegestützen den Weltrekord von 2806 Liegestützen dann durchgeschlagen geben. Alles gegeben, was ich einfach geben konnte, ist, ich bin gerade richtig enttäuscht von mir selbst. Durch das wahrscheinlich größte Aufsehen reichte Huber mit seiner 1 Million Liegestütz-Challenge in Kooperation mit UNICEF. Dabei wurden für jeden Liegestütz 1 Cent gespendet. Mit der Zeit wurden die Challenges, denen sich der Fitness-YouTuber stellte, immer größer. Wie zum Beispiel der Fitnesstest des FBIs oder sogar ein ganzer Tag beim Jagdkommando Österreich. Von 500.000 Abonnenten im September 2019 brauchte er nur ungefähr 10 Monate, um dann den größten Meilenstein von 1 Million Abonnenten im Juli 2020 zu knacken. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, ob Sascha Huber jetzt wirklich der Ehrenmann ist, der zu sein scheint, oder ob er halt doch nur ein guter Schauspieler und Lügner ist. Soweit ich bei meinen Recherchen herausfinden konnte, ist Sascha wirklich jemand, der nur Gutes für seine Community will. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass die ein oder andere Szene doch etwas übertrieben dargestellt wird, damit es auf dem Handybildschirm krasser erscheint, als es in Wahrheit wirklich ist. Aber was denkst du? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Ach ja, und übrigens, falls du seinen Körper wie Sascha willst, und zwar ohne Equipment und mit wirklich schlechter Ernährung, dann sieh dir unbedingt dieses Video an. Lebe und bis zum nächsten Mal. Peace.